Und willkommen zurück bei Diablo 3. Denn ich spiele nicht so gerne hässliche Charaktere. Du würdest also sagen, die Horde ist hässlich? Also die meisten bei der Horde zu Beginn, abgesehen von den Blutelfen, waren hässlich. Aber die Tauren waren cool. Ja, die waren cool, aber auch nicht so richtig, weißt du, so schön wie ich bin, mein Antlitz, da zittert ja eh die Welt vor. Ja, das stimmt natürlich. Da kann ich ja keinen hässlichen Charakter spielen. Du bist schon ein Beauty, ein handsome Guy. Oh Gott. So, fertig. Hier sieht's jetzt aus wie bei Hempels unterm Sofa. Wo bist du denn? Da vorne? Oder eben wie bei Edna unterm Kittel. Ja, wie es da aussieht, kann ich mir denken, möchte so mancher wissen. Vielleicht kann der Poki die ja mal nackt zeichnen. Oh nein. Ah, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Also, dann breche ich bestimmt auch. Ich antworte schon gar nicht mehr auf diese schlechten Witze, weil ich innerlich weine. Naja, ich habe keine Ahnung. Vielleicht machen wir das einfach mal. Und unterdessen kannst du ja ein bisschen was erzählen. Zum Beispiel von minderwertigen Zauberstäben wie in deiner Hose. Dieser Zauberstab in meiner Hose, der wurde aus feinstem Einhornhaar geflechtet und ist auch genauso dünn. Was? Genau. Was? Moment, das ist falsch. Das war aber gerade ein Self-Diss. Ja. Ich find's übrigens schön, was du für eine schöne Seifenblase in der Hand hast da. Ja, ich auch. Das hat so einen leicht schwulen Touch bei deinem Charakter. Wie bitte? Das passt dann aber auch wieder, ne? Nur weil deiner so ein männlicher, übertriebener Fettsackhau drauf kriegt. Ich bin eine Testosteronkanone! Mit dem kleinen Elfenbeinschniepel. Zauberstab, bitte. Und der Name Zauberstab ist natürlich begründet. Ja, da weißt du keine Antwort mehr. Wegen der schwarzen Magie? Manche halten es dafür, mein Freund. Manche halten es dafür. Schön. Du alter Satanist. Du, ja. Dein Penis ist der Satan. Pass mal auf, jetzt mal Folgendes. Komm mal kurz her, bleib mal stehen. Jetzt mal Folgendes. Jetzt hole ich nämlich mal meine Keule raus. Oh nein! Oh, ich bitte dich. Ach komm, ey. Das ist doch eigentlich schon alles zu spät. Da muss ich ja durch diese Glaskugel gucken, um die zu sehen. Ach ja, du mit deiner kleinen Seifenblase. Schade, dass ich keine Brüste habe. Du kannst ja mal ein paar Man-Boobs anfressen und dann kannst du ja auch mal in die Kamera halten. Gibt ja bestimmt Quote. Gibt bestimmt Klicks wegen dem Thumbnail immer, ne? Männer mit Brüsten. Ja, auf jeden Fall. Am besten noch so haarige. Aber auch nur einmal. Ja, pff. Und dann kommt noch Milch raus. Boah, ach nee, jetzt aber. Also jetzt ist ja. Ich find's auch lustig, wenn Leute nicht verstehen, dass wir tatsächlich auch befreundet sind oder sowas. Oder sowas. Ich weiß gar nicht, was wir sind. Sind wir befreundet oder... Nee, jetzt keine Brokeback, kein Brokeback. Nee, also befreundet, ich meine jetzt nicht hier irgendwie... Nee, klar, ja, wie würdest du das denn sonst beschreiben? Verheiratet? Zwangsehe. Wir waren einander versprochen. Nee, komm, ich fange jetzt nicht damit an, weil sonst gibt's wieder Bilder. Wir sind ja jetzt quasi schon in Kürze in Las Vegas, ne? Ja. Da heiraten wir endlich mal eine heiße Schnitte, damit die Leute uns auch glauben, dass wir nicht schwul sind. Eine heiße Milchschnitte, die aus der Mikrowelle kommt. Ja, ich mach das so wie bei Hangover. Die eine, Heather Graham. Huiuiui. So eine einarmige Hure am besten. Für Gothics übrigens gibt's eine neue Kindersendung, die heißt Ernta und Bert. Kennst du die? Das war echt der schlechteste Witz, den ich bis jetzt in diesem Let's Play gebracht habe. Sag mal, schämst du dich eigentlich manchmal für deine schlechten Witze? Ein bisschen eigentlich, wenn ich überhaupt noch sowas wie Schamgefühl hätte. Also, das war schon richtig, ey, weit unten. Leas Buch. Ich lese mal kurz. Nicht etwa in ihrer Unterwäsche schnüffeln. Was? Du kranker Bastard. Ich lese natürlich nur in ihrem intimen Tagebuch Teil 4. Hört sich an wie ein Softporno. Mach ich klicke das mal gerade an. Moment. Der Sarazar, der zieht das Niveau von diesem Let's Play total runter. Was sind denn eure liebsten Pornos, die ihr bisher gesehen habt? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Weißt du, das? Sehr geil. Oh, gute Gott. Frage, also eine geile Frage. Ja, ja. Tote Leichen leben länger, wusstest du nicht? Wie deine Weisheit aus deinem Tagebuch. Seite 4, heute war schönes Wetter. Tagebuch der Lea. Müssen Sekunde. Warte mal, ich gehe gerade mal mit der Lea hier ein bisschen, ne? Weiß schon.
Ja, ich wünsche euch beiden viel Spaß. Ich unterhalte mich lieber mit dem Fremden und sammle Wissen. Ja, jetzt nicht in der Richtung, wie du jetzt in der Taverne mit der Lea deine Bewerbungsgespräche führst. Im wahrsten Sinne Bewerbung, aber das bleibt mal unter uns hier. Das sagt dem Sarazar das nicht, dass ich hier hinter seinem Rücken Schweinkram über ihn erzähle. Naja. Also, ne, Sarazar, ich klicke jetzt hier auf das Schwert. Ich kann es hören, ich habe gerade die Brüste von Lea im Gesicht. Ich kündige. So, der Sarazar hat immer noch die Armbrüste von der Lea. Ach, schon fertig. Na, das ging aber flott. Was bist du für ein Schnellschießer? Na, wenn du die Lea gesehen hättest, mein Freund, dann wüsstest du Bescheid. Warte, ich mach mal kurz Close-Up. Jetzt lauf mal nicht wieder weg mit der Ollen. Naja, doch, kann man anbieten. So, warte mal. Also ich muss schon gute Überzeugungsarbeit bei der Lea geleistet haben. Die läuft ja auch hinterher wie ein Hündchen. Jetzt läuft mir der Typ hinterher. Wie, du hast die Lea, weißt du, mir läuft ja so ein kleiner Scheißgnom hinterher. Was soll denn die Kacke? Das gibt mir zu denken, mein Freund. Das gibt mir zu denken. Ich sollte meine männliche Ausstrahlung echt nochmal überdenken. Alter, dieser komische Typ, der hier hinterher läuft. Ja, da hast du wieder deinen Charme spielen lassen. Gib doch zu, dass du anders herum bist. Na, überhaupt nicht. Das wünschst du dir doch immer. Nee, das stimmt wirklich. Dass du dir das wünschst, ich weiß. Und der liebe Sarazar hat immer noch seine geliebte Lea hinten am Puppets hängen, die er in wahnsinnigen 5 Sekunden beglückte in einer Taverne. Ja, und seitdem will sie auch ein Gasthaus öffnen und mich unbedingt hier als...